Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute hoffentlich in scharfer Form, ja. Es ist mir leider in der letzten Woche nicht aufgefallen, während des Drehens, dass der im ersten Ausschnitt doch wirklich unglaublich unscharf war. Und ich habe auch keine Schärfe im Nachgang mehr hineingebracht. Und ja, ich habe eben keine Kamera mit einem Display oder ähnlichem. Ich habe das Display hinten an der Kamera und ich versuche immer schon mit so einem Spiegel zu gucken, ob man im Bild ist und solche Dinge. Aber das mit der Schärfe und Unschärfe habe ich leider nicht wahrgenommen. Es tut mir nochmal leid für die letzte Woche. Ich hoffe, es war dennoch ertragbar. Und im Grunde kommt es ja auch gar nicht darauf an, dass ihr mich seht, sondern die Bücher, ne, sind ja hier im Vordergrund. Ja, es war eine sehr ruhige und entspannte Woche, was ich gerade wegen des Schnees und der Kälte tatsächlich auch irgendwie genossen habe. Also ich merke schon, dass mir die Kälte, die Dunkelheit so ein bisschen ins Gemüt fährt und versuche natürlich dagegen zu steuern mit einigen möglichen Dingen. Und ja, hoffe, dass das jetzt auch irgendwann mal, ja, es ist ja Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe ja, dass spätestens zur Buchmesse Mitte März, dass es da ein bisschen trocken und schön ist und vielleicht auch mal ein bisschen blauer Himmel. Und ja, heute früh zum Beispiel, ganz aktuell, waren es minus 15 Grad. Das Auto war von innen und außen angefroren. Ja, es ist Winter, ich weiß. Es ist, ja, es ist schon sehr anstrengend und ermüdend, das muss man ganz klar sagen. Die Bücherwoche, ja, lesetechnisch war dagegen wirklich ein schöner Erfolg. Es waren wirklich drei Highlight-Bücher dabei und leider auch ein Flop, den ich abgebrochen habe. Aber die Highlight-Bücher überwiegen. Und mit den Büchern fangen wir natürlich wie immer auch an. Das erste Buch der Woche war Die Frauen von Troja, Tochter des Sturms von Emily Hauser, der Auftakt einer Trilogie, die aber nicht das verspricht, was der Titel... Nein, die nicht das hält, was der Titel verspricht, eher so. Aber der erste Teil war ein Highlight und ja, schaut euch dazu unbedingt die Rezension an, denn das war wirklich ein historischer Roman, wie ich ihn liebe. Das zweite Buch war ein Reread, beziehungsweise ein ja, Buch, das ich nochmal gehört habe, und zwar Rat der Neuen, gezeichnet von Veronica Roth. Da erscheint jetzt, oder ist wahrscheinlich sogar schon erschienen, wenn jetzt das Video online ist, der zweite Teil zu dieser Reihe, und ich wollte mir das Buch in Erinnerung bringen, habe es deswegen nochmal gehört, und auch das war ein absolutes Highlight. Dann das Flop-Buch der Woche, ja, ist von Anthony Horowitz, Der Fall Moriarty. Es soll hier mehr oder weniger irgendwie um Sherlock gehen, beziehungsweise um seinen Gegenspieler Moriarty, und ich bin ein großer Moriarty-Fan. Von diesem Buch aber leider überhaupt nicht, also so, dass ich es dann, wie ich glaube, nach knapp 150 Seiten abgebrochen habe. Und das vierte Buch ist kein klassisches Buch, sondern eher ein Sachbuch. Und zwar ist das, ja, ihr könnt hier beide Ausgaben in Deutsch und Englisch sehen, von Ryder Carroll, die Bullet Journal Methode. Ich habe die beide geschenkt bekommen zum Geburtstag von zwei lieben Freundinnen. Einmal in der Originalausgabe, in der ich auch gelesen habe, und einmal in der deutschen Ausgabe. Und ja, da werde ich auf jeden Fall so ein bisschen noch was dazu erzählen. Aber wie immer starten wir mit dem ersten Buch der Woche. Und das ist Die Frauen von Troja, Tochter des Sturms von Emily Hauser. Hier muss ich einfach mal zu Beginn sagen, dass der Titel sehr irreführend ist, denn die ganze Reihe heißt Die Frauen von Troja. Und wenn da in der Reihe steht Die Frauen von Troja, dann erwarte ich auch Frauen von Troja. Und so war ich am Ende der Geschichte doch ein bisschen überrascht. Ja, die Geschichte ist irgendwie zu Ende und wie soll jetzt noch die Geschichte von anderen Frauen von Troja erzählt werden? Und habe mich dann mal informiert, denn der zweite Teil der Reihe erscheint jetzt im Januar, ist glaube ich auch schon erschienen, und der dritte Teil wird im März erscheinen. Und die heißen dann zwar doch trotzdem Die Frauen von Troja, aber haben zum Untertitel Die Tochter des Meeres und Tochter des Himmels. Das musste ich mir mal aufschreiben. Und ich finde das sehr, sehr verwirrend, denn es geht im zweiten Teil nicht mehr um Troja, sondern um das goldene Vlies. Dazu gibt es ja auch in der Mythologie eine Geschichte. Und im dritten Teil wird es sich um Amazonen handeln, was auch nichts mehr mit Troja zu tun hat. Und ich bin da tatsächlich so von der reinen Namengebung ein bisschen enttäuscht, denn ich hatte mir wirklich von drei Bänden erwartet, dass uns hier der Trojanische Krieg, die Geschichte vorher, nachher, nebenbei aus der Sicht von Frauen erzählt wird. Und eigentlich hat man jetzt schon alles
ja, im ersten Teil bekommen. Und der zweite und dritte Teil wird sich mit anderen mythologischen Geschichten beschäftigen, die mich jetzt aber leider gar nicht mehr so richtig ansprechen und interessieren, was ich sehr schade fand, denn für mich war Die Frauen von Troja, der erste Teil Tochter des Sturms, wirklich ein Highlight-Buch. Das möchte ich vorneweg sagen. Ich verstehe manchmal so die deutsche Namensgebung nicht. Im Englischen heißen die Bücher zum Beispiel For the Most Beautiful, also für die Schönste, was ja durchaus im ersten Teil absolut einen Sinn macht. Ich glaube auch, dass dann der zweite und dritte Titel relativ passend war. Es versteht sich, ich verstehe halt nicht, wo der Bezug dann zu Troja im Band 2 und 3 herkommen soll, weil das hat damit nichts mehr zu tun. Also ja, aber ich möchte gar nicht weiter darüber ausführen. Ich wollte das nur ansprechen, dass wenn jetzt alle eine Trilogie erwarten über Troja, dass sie da vielleicht so ein bisschen wie ich dann auch enttäuscht sein werden, dass nur der erste Band sich um Troja dreht. Ja, es... viele werden schon etwas von Troja gehört haben, vom Trojanischen Krieg, von Odysseus, von Achilles. Man wird was vom Trojanischen Pferd gehört haben, was ja seinen Namen daher hat. Aber ich erlebe das im Freundesbekannten-Arbeitskreis, dass eigentlich sehr wenige tatsächlich irgendwie sich mal mit Troja und der Geschichte beschäftigt haben. Ich habe Homer immer gerne gelesen. Und ja, das klingt eigentlich total verrückt, denn wer liest diesen Autoren tatsächlich gern mit seiner Versenform, wie er Geschichten erzählt? Ich weiß auch, dass ich, als ich Troja das erste Mal gelesen habe, also die Ilia, da steckt ja die Geschichte drin, dass ich da nicht so begeistert war. Da war ich vielleicht so 14, 15. Mich hat aber immer diese Geschichte fasziniert und dieser Krieg und dass das ja im Grunde etwas ist, was man gar nicht weiß, ob es tatsächlich so passiert ist. Und die Geschichte spielt ja 1000 Jahre vor Christus. Ich glaube, die Geschichte ist jetzt 3000 Jahre alt, also wird sie 1000 vor Christus spielen. Und man weiß gar nicht, ob Homer sich diese Geschichte im Grunde ausgedacht hat, wo er diese Infos her hat. Denn er selbst hat ja, glaube ich, 7 oder 8 des Jahrhundert vor Christus das auch schon niedergeschrieben. Und man hat aber irgendwann ja Ruinen gefunden. Und da bin ich dann im Grunde aufmerksam geworden, denn ich liebe nichts mehr als die Ausgrabungen. Also Ägypten ist natürlich so das große Land, aber natürlich auch Griechenland und in dem Fall natürlich auch Troja. Und so bin ich dann Anfang 20 bin ich dann wieder auf Homer gestoßen, auf die Ilia, auf Troja, auf Odysseus, auf all die Bücher, die es gab. Und ich habe es unglaublich gerne gelesen. Es war eine ganz spezielle High Fantasy, wenn man so möchte, mit natürlich Aspekten, dass das tatsächlich so passiert sein könnte. Und dazu natürlich auch diese Götterwelten, die in der Ilia ja sehr groß im Grunde dargestellt werden, was ja auch seinen Ursprung dann darin hat, dass der Trojanische Krieg im Grunde so gelaufen ist, wie er lief. Und all das fand ich immer unglaublich spannend. Überhaupt die Mythologie, wie unterscheidet sich das von den Griechen? Und das war total spannend. Und den Trojanern, dann hat man natürlich die ägyptischen Götter und alles sind ja irgendwie die gleichen. Und ja, also ich bin da ein riesen Fan, weswegen ich mir doch sehr leicht getan habe, der Geschichte zu folgen, mir die Namen zu merken, denn diese beiden Frauen, um die es jetzt in dem Buch von Emily Hauser geht, die gibt es auch in der Ilia, die gibt es in der Geschichte von Homer und sie sind eigentlich dafür verantwortlich für viele Dinge, die die Geschichte ausgemacht haben. Allerdings hat Homer eben nicht sein Augenmerk darauf gelegt. Und das macht aber jetzt Emily Hauser. Wir sind jetzt eben mitten im Grunde am Start der trojanischen Geschichte. Wir haben Göttinnen, die sich nicht einig sind, wer denn die schönste von ihnen ist. Und das spielt, glaube ich, tatsächlich vor 3000 Jahren. Und sie werden von Zeus, glaube ich, persönlich auf die Erde geschickt zu Paris, dem Prinzen von Troja, nicht dem Thronfolger, sondern dem Prinzen. Und er soll sich entscheiden, ob er, glaube ich, kriegerisch ein Talent haben soll, ob er immer zufrieden sein soll. Ich krieg's nicht mehr hin. Und das dritte ist dann, ob er eben die schönste Frau an seiner Seite möchte. Und er wählt natürlich, wie es fast das Klischee im Grunde erwartet, natürlich die schönste Frau der Welt. Und so trifft er dann zusammen mit seinem Bruder eigentlich in einer Friedensmission unterwegs auf Helena, die schönste Frau, die es zu dieser Zeit wohl gegeben hat. Allerdings ist sie mit Menelaos, einem griechischen König, Herrscher, verheiratet und auch sie empfindet wohl etwas für Paris, so wird es zumindest immer übermittelt. Und sie klauen im Grunde Helena, was dann ja dazu führt, dass die ganze griechische Delegation hinter Menelaos steht und im Grunde Helena zurückbringen wollen. Sie wollen Troja wegen dieses im Grunde Eidbruches, dem Diebstahl einer Frau, dem Erdboden gleich machen und im Grunde wie diese Geschichte nicht aus den Hauptcharakteren erzählt wird, sondern eher diesen Nebencharakteren, das macht jetzt im Grunde Emily Hauser. Und auch die Göttlichkeit
göttliche Welt wird uns gezeigt. Die ist in Kursiv geschrieben, ist auch relativ klar, dass wir jetzt bei den Göttern sind. Und ja, die unterhalten sich natürlich, auf welcher Seite sie sind, was sie tun, um irgendwie in diesen Krieg sich einzumischen, welche Charaktere ihre Lieblinge sind und ähnliches. Das ist mega, mega spannend. Und ja, das war einfach großartig auch wirklich erzählt. Und wir erfahren eben einfach diese griechische Geschichte, diese trojanische Geschichte, diese Tragik aus der Sicht von Briseis. Das ist eine Prinzessin eines Dorfes um Troja irgendwie herum. Und ja, sie hat eigentlich einen Fluch, dass ihr zukünftiger Ehemann bzw. jemand, der um sie wirbt, eben ja ihre Brüder und ich glaube auch ihren Vater auf dem Gewissen haben wird, sodass sie lange Zeit überhaupt nicht verheiratet werden soll. Irgendwann wird der Fluch aufgehoben und ja, so findet sie gerade ihre Liebe, als dann eben der Trojanische Krieg beginnt. Sie selbst wird irgendwann Gefangene von Griechenland, von Achill. Und ja, was sich da so ein bisschen abspielt, das ist unglaublich spannend und ja, erzählt uns sehr viel über das, was Achilles im Grunde wirklich ja, gedacht hat, gefühlt hat, was auch mit ihm und Patroklos war. Da gibt es ja immer wieder mal so ein paar Gerüchte, wenn man das so sagen kann. Und dann erfahren wir die Geschichte von Chryseis und das ist die beste Freundin von der Prinzessin Kassandra. Das ist die Schwester von Hektor und auch von Paris. Und ja, die ist eigentlich in den dritten Bruder verliebt, aber natürlich kann sie als Tochter eines Priesters nicht irgendwie Prinzessin werden und findet das unglaublich ungerecht und soll auch selbst Priesterin werden, was sie natürlich überhaupt nicht werden möchte und sieht natürlich an der Seite von Kassandra, wie das Leben sein könnte. Kassandra selbst ist vielen auch bekannt, das ist ja im Grunde die Verfluchte, die die Zukunft vorhergesehen hat und aber dazu verflucht war, dass ihr im Grunde niemand glaubt, was wir in dieser Geschichte eben auch erleben. Und so haben wir diesen Blickpunkt von zwei ganz unterschiedlichen jungen Frauen, die ganz unterschiedliche Gedanken haben, die auch verschiedene Motivationen haben, wie sie in diesem Krieg im Grunde ja unbeabsichtigt eigentlich etwas verändern. Und das ist einfach wahnsinnig toll erzählt. Sprachlich schon angepasst so ein bisschen an diese Zeit. Also man spürt, dass man nicht im Jetzt ist, sondern dass man wirklich zu einer sehr frühen Zeit ist, aber dennoch leicht genug, damit man dem folgen kann. Viel einfacher als Homer zu lesen. Es ist wirklich irgendwie locker, leicht und dennoch anspruchsvoll und wirklich mit Euphorie geschrieben und eben auch zu lesen. Und ich fand es sprachlich wirklich großartig gemacht. Man hat die Geschichte von Troja nochmal aus diesem Blickwinkeln gesehen und eigentlich auch zwei sehr wichtigen Blickwinkeln, die eben dazu beitragen, dass es endet, wie es endet. Und das ist einfach so das Besondere, das Wichtige, was Emily Hauser eigentlich hier gemacht hat. Sie orientiert sich sehr an der Ilia. Das hat sie auch hinten, glaube ich, noch im Nachwort geschrieben. Auch die Götter haben hier eine Rolle, was ich ganz wichtig finde, denn ohne die Götter wäre das alles ja also auch nicht so passiert, wie es ist. Und ich mag einfach die Story. Ich war total gebannt, sehr gefesselt, habe das gefühlt wirklich weggesuchtet, habe das aufgesogen. Ich bin ein Fan dieser Geschichte. Ich lese unglaublich gerne natürlich Historisches. Ich mag eben auch Troja. Ich mag die Geschichte da herum. Ich mag es, wenn es so extrem alt in historischen Geschichten ist. Und ich hätte direkt Lust gehabt, dann auch die Ilias zu lesen. Aber nein, ich habe mir stattdessen ein anderes Buch, das Lied des Achill, zugelegt, weil das auch so toll klingt und ich auch so ein großer Achill-Fan bin. Und für mich ist das eben gefühlt auch immer Brad Pitt. Ja, es gibt ja eine Verfilmung mit Brad Pitt und Eric Bana und Orlando Bloom und wie sie alle hießen. Und die war nicht wirklich astrein und auch ein bisschen anstrengend und es hat sehr viel gefehlt. Besonders das Ende war totale Katastrophe, wie ich finde. Aber ich fand schon, dass Brad Pitt einen tollen griechischen Kämpfer ausgemacht hat. Aber ja, ich habe mir auch ein Zitat rausgeschrieben, was ich einfach super schön fand. Und das heißt, letztlich sind es die Erinnerungen, die zählen und sind Geschichten nicht genau das. Und das hat Hermes, der Götterbote, irgendeinen seiner Götterfreunde gefragt. Und ich fand das so passend und so schön. Es ist ein absolutes Highlight. Ich hatte irgendwie ein bisschen Erwartung, habe viel mehr bekommen, als ich erwartet habe. Ich war total fasziniert. Ich bin begeistert. Ich bin also wirklich so durch diese Geschichte geflogen, habe nochmal all mein Wissen über die Götter und Troja in Erinnerung geholt. Und das einfach auf so tolle Art und Weise, wie man eigentlich ein historisches Buch auch nur schreiben kann. Und wirklich mit Charaktere, die man nicht unbedingt ins Herz schließt, das muss ich gar nicht sagen, aber mit denen man mitgeht, die man versteht, die man nachvollziehen kann
und die einem einfach diese Geschichte so lebendig gemacht haben. Also absolute Empfehlung und auch keine Angst für alle, die von Troja und so noch nichts gelesen oder gehört haben. Man gewöhnt sich an die Namen, man gewöhnt sich an die Orte. Es dauert vielleicht einfach einen Moment länger. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Ich selbst werde Band 2 und 3 wohl nicht lesen, auch wenn ich denke, dass mir der Schreibstil der Autorin weiterhin gefallen könnte. Interessieren mich eben einfach die Themen nicht so wirklich. Und deswegen werde ich die wahrscheinlich nicht lesen. Soll ja niemals nie sagen, aber erstmal nicht, weil ich tatsächlich so dieser Troja-Fan war und ich das einfach großartig fand und auch für beendet ist. Also die Geschichte endet, wie sie endet, ohne zu spoilern. Also ja, gut. Ja, volle Begeisterung. So muss das nach einem Buch sein. Und schwupps, da war der Akku leer. Ja, aber gut, ich hatte noch nicht sehr viel vom zweiten Buch. Von daher, ja, alles gut. Ja, Rat der Neun, gezeichnet von Veronica Roth, war ein Reread-Kandidat in diesem Jahr. Vor 2 Jahren habe ich es gelesen und auch geliebt. Und Teil 2 erscheint jetzt, ich glaube, am 28., wenn ich mich nicht irre. Bei mir ist es schon eingezogen, auch als Hörbuch. Und ich wollte eben auch vorher einfach die Geschichte nochmal lesen, beziehungsweise habe sie jetzt eben auch einfach gehört. Die Sprecher sind Laura Meyre. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Unter anderem die Synchronstimme von einer jungen Kirsten Dunst und auch von Ashley Greeny, die manchen ja vielleicht als Alice aus der Twilight-Saga ein Begriff ist, und Xenia Lacher, der wohl ein Schauspieler auch ist, der mir aber jetzt vom Namen nichts irgendwie gesagt hat. Sprachlich eingesprochen als Hörbuch wirklich top, hat mir sehr gut gefallen, wie die Geschichte erzählt wird. Ich finde auch dadurch, dass man 2 verschiedene Sprecher hat, die eben auch verschiedenen Geschlechts sind, macht es durchaus Sinn, weil man eben die Perspektiven auch von einem Mann und einer Frau hört oder ja, von einer Jungfrau und einem jungen Mann. Und ja, ich das wirklich sehr passend und sehr angenehm fand. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu erzählen. Ich habe ja über den ersten Teil schon einiges erzählt und ja, es ist halt, Veronica Roth ist die Autorin von Die Bestimmung, einer sehr erfolgreichen dystopischen Reihe, die mir besonders im ersten Teil unglaublich gut gefallen hat. Und alle haben diesem Buch nach, ja, im Grunde gefiebert und wollten unbedingt etwas Neues dieser Autorin. Doch viele, die ja, sich gedacht haben, es kommt nochmal eine Dystopie, haben wohl etwas anderes bekommen, als sie erwartet haben. Denn wir haben hier eine Mischung aus Science Fiction und High Fantasy. Natürlich ist auch ein dystopischer Ansatz drin. Ich meine, Dystopie ist auch nur eine gewisse düstere Science Fiction, die eben in einer erfundenen Welt spielen kann. Und wir sind hier eben auch in einer Welt, die durch den, also in einer ja, Welt im All, die durch den Fluss des Stroms bestimmt wird. Das heißt, dieser Strom gibt im Grunde das Leben vor. Und wir haben 9 Planeten und jedes Planet, jedes Volk auf dem Planeten ist anders. Alle funktionieren anders, andere haben Feiertage, Feierlichkeiten, Traditionen, die einfach sehr unterschiedlich sind. Es gibt Orakel, die die Zukunft vorhersehen und sie kennen auch das Schicksal der Bewohner und auch ihre Gaben, denn das ist eben der Unterschied, was eben die Menschen ausmacht. Die einen haben eben diese Gaben, die anderen diese Schicksale. Und diese Weissagungen werden aber eigentlich nicht offenbart, denn ja, man möchte diesen Schicksalen und Gaben auch nicht vorgreifen, möchte diese Menschen nicht öffentlich bloßstellen oder zur Schau stellen, sondern die sollen eben das wirken, was sie für die Gesellschaft tun sollen. Wir treffen auf Kyra, die ist die Schwester des Herrschers der Schoten, das bringt immer ein bisschen durcheinander, und ja, sie hat eine besondere Gabe, nämlich Schmerz. Und dafür ja, missbraucht sie im Grunde ihr Bruder auch. Gerade in Verhören ist seine Schwester dadurch relativ tauglich. Und wir treffen auf Arkos. Das ist eher ein sanftmütiger junger Mann, der Sohn eines Orakels ist und mit seinem Bruder im Grunde dahin verschleppt wurde, weil er eben auch eine gewisse Weissagung hat, ein Schicksal hat, das sich erfüllen soll. Und was eben ja so einigen nicht gefällt, dass sich das ja im Grunde erfüllen soll. Diese Mischung aus diesen beiden Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ist das Besondere, finde ich, an dieser Geschichte. Es ist keine Jugendliebesgeschichte, es gibt keine Dreiecksbeziehungen oder Ähnliches. Wer das erwartet, der bekommt das nicht. Aber das ist natürlich gerade das, was ich so toll fand. Das ist so ein bisschen wie bei Elias und Laia, wo man erst denkt, könnte in eine Liebesgeschichte abdriften, aber das ist eher so ganz zart und eher im Hintergrund. Wir haben hier eine Science-Fiction-Welt, die eben im All spielt
wir auf Planeten spielen, die wir nicht kennen, die uns von Veronica Roth aber wirklich ganz, ganz toll erzählt wird. Und eben auch dieser Konflikt, der hier zwischen diesen beiden Bewohnern ja im Grunde irgendwie oder Gruppen entsteht, was es jetzt auf sich hat mit der Prophezeiung, mit den Gaben, mit den Schicksalen, warum man das verhindern möchte, warum wurde das öffentlich gemacht, wie spielt das rein? Das erzählt uns Veronica Roth sehr aufwendig, bildhaft und wirklich in einer ganz, ganz großen Welt, was ich wirklich unglaublich toll fand. Zudem haben wir eben natürlich so diese High-Fantasy-Elemente, weil wir haben natürlich eine erfundene Welt und dahinter ist dieses ganze Worldbuilding, diese Charaktere, diese Menschen, alles, was hier sich um die Planeten, auf dem Planeten tümmelt, wird uns erzählt von der Autorin und das fand ich wirklich großartig. Der Anfang fiel mir auch beim zweiten Mal lesen sehr, sehr schwer. Also es hat locker 1,5 Stunden gedauert im Hörbuch, bis ich irgendwie so wieder ein Gefühl für diese Geschichte hatte. Ich weiß, dass das beim Lesen damals auch so war, dass die ersten 100 Seiten, 150 Seiten irgendwie gefühlt, was ist das? Schon so kurz vorm Abbruch und dann kommt der Umschwung und dann suchtet man es weg. Und so ähnlich war das hier auch. Also ich kann mich damals noch daran erinnern, wann dieser Umschwung war und es war diesmal ähnlich genau in dieser ähnlichen Zeit. Und da merkt man irgendwie, wenn sich ein Schalter umlegt, man ist dann in der Welt, man ist drin, man kennt alles, man weiß alles und man will alles wissen, was es zu erzählen gibt, was es zu lesen gibt, was es zu erfahren gibt. Und das ist für mich wieder sehr faszinierend gewesen, dass das eben beim zweiten Mal ähnlich funktioniert und im Grunde genauso funktioniert. Die Welt ist unglaublich toll erschaffen. Das muss man einfach sagen. Sie ist komplex, sie ist groß. Es gibt viele Einzelheiten, Details, die irgendwie erzählt werden. Und die ist auch wirklich sehr lebendig und bildhaft erzählt. Also man kann sich die Welt vorstellen, die Orte, an denen man ist. Und das ist wirklich großes, großes Kino, was ich auch mir vorstellen könnte, dass das wunderbar auf der Leinwand funktioniert. Die Charaktere sind ebenfalls großartig gezeichnet, sehr tiefgründig, sehr echt. Und ich mag auch wirklich unsere beiden Protagonisten sehr. Jeden so auf seine Weise. Sie eher so der starke, willenskräftige Mensch, trotzdem mit so einer inneren Zerbrechlichkeit und eher so das Sanftmütige, vielleicht so ein bisschen auch anfänglich treu-doofe, der aber doch merkt, in ihm steckt viel mehr. Und die beiden ergänzen sich einfach unglaublich gut, holen das Beste aus dem anderen heraus und es macht einfach Spaß, diese Charaktere kennenzulernen und die Entwicklung zu sehen. Und es ist eine faszinierende Story mit einem mitreißendem Ende. Das muss man einfach so sagen, wo man sich fragt, oh mein Gott, was nun? Und ich bin so froh, dass es jetzt relativ zeitnah mit dem zweiten Teil weitergehen wird, weil ich so neugierig bin, wo mich die Geschichte hinbringt, was sie mir erzählen wird. Und ja, also hoch und sorry. Und ich wirklich einfach angetan bin von dieser Geschichte. Also auch wenn man natürlich sagt, es ist so ein bisschen ein erwachseneres Jugendbuch. Es ist, denke ich, nichts für 12-, 14-Jährige und wirklich vielleicht eher so ein bisschen älter. Sie ist sehr komplex, sie ist natürlich auch gewaltvoll und man hat so eine gewisse Brutalität. Aber das nicht sinnlos, sondern man merkt, dass dahinter etwas steckt. Und das hat Veronica Roth wirklich ganz, ganz toll geschafft. Und ich bin nach wie vor sehr angetan von dieser Story, auch wenn ich verstehen kann, warum viele sie damals eigentlich nicht mochten. Wir haben damals einige Booktuber, die das Buch auch gelesen haben, zum Teil auch miteinander, haben damals auch mal einen Hangout gemacht und ich packe euch den Link auch einfach mal in die Infobox, wenn ihr es nicht kennt und einfach mal Zeit habt und Lust habt, euch diesen langen Hangout anzugucken. Schaut da mal vorbei, wir haben anfangs spoilerfrei darüber erzählt und sind, glaube ich, später schon mehr ins Detail gegangen, aber wie gesagt, es ist auch schon 2 Jahre her. Guckt einfach mal, wenn ihr Lust habt. Ich werde auf jeden Fall zum zweiten Teil berichten und da natürlich ein bisschen was erzählen, wie mir die Fortsetzung auch gefallen hat. Zur Handlung wird natürlich ein bisschen schwerer, dann was zu erzählen, aber das wisst ihr ja selbst, wie das so ist. Also auch dieses Buch, ein richtig schönes Highlight, hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, meine Katze maunzt hier rum, macht euch keine Gedanken, die meint nicht mich, die meint da draußen irgendwie die Tür. Wer weiß, was da los ist. Ja, nach 2 Highlights musste es natürlich gefühlt irgendwie auch mal wieder einen Flop geben. Und das ist von Anthony Horwitz, der Fall Moriarty. Ich habe von knapp 400 Seiten, nein,
350 Seiten, um die 140 Seiten gelesen, 150 Seiten, also ein bisschen was, fast wie die Hälfte, weil ich immer darauf gewartet habe, dass dieses Buch gut wird. Mich hat hinten angesprochen, dass es hier um Moriarty geht, denn ja, wir finden hier Moriarty, der seine Hände hier wieder irgendwie im Spiel haben soll, obwohl er eigentlich zusammen mit Sherlock Holmes gestorben ist und die Reichenbach-Fälle hinabgestürzt ist. Und ja, ich bin ein riesen Fan von Moriarty. Ich finde, das ist der perfekteste Gegenspieler-Bösewicht, den es irgendwie gibt. Und ich bin da einfach totaler Fan von ihm. Ja, kann man von dem Bösewicht Fan sein? Ja, ich glaube schon. Und da ich ein Riesenfan der Serie bin, musste dieses Buch einfach bei mir einziehen. Ich habe bisher, glaube ich, ein oder zwei Geschichten von Arthur Conan Doyle auch gelesen. Ist natürlich schon ein bisschen was anderes, anspruchsvolleres. Dieses Buch sollte aber auch in die Richtung im Geiste für Arthur Conan Doyle sein. Da kann ich schon mal sagen, das auf gar keinen Fall. Es ist wohl die dritte Geschichte des Autors dazu und sehr viele haben den ersten Teil wohl sehr gehypt. Die Geschichten waren wohl, es sind wohl sehr gut angekommen, wurden auch von dieser Arthur Conan Doyle Geschichte, Kooperation irgendwie freigegeben und auch wirklich geehrt irgendwie. Und der erste Teil heißt Das Geheimnis des Weißen Bandes. Und ja, hier steht aber nirgendwo drauf, dass es ein dritter Fall ist oder sonstiges. Und es war, glaube ich, auch ein Menge-Exemplar, wo ich es mitgenommen habe. Von daher, oder was? Oder war es, wo habe ich es mitgenommen? Oder habe ich das im Langer Blomqvist mitgenommen? Oder in Münster, wo wir mit Thorsten und Erik und Markus und Tanja waren. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es irgendwo mitgenommen. Es war auch nicht teuer. ja, so, jetzt komme ich zum Punkt. Ja, und deswegen habe ich auch nicht gegoogelt oder sonstiges, ob das ein erster Teil oder was auch immer ist. Die Geschichte spielt also eine lange Zeit danach, dass Sherlock und Moriarty eben von den Reichenbach-Fällen ums Leben gekommen sind. Es gibt einen neuen Verbrecher aus den USA und der bedroht London und will im Grunde Moriarty so ein bisschen nacheifern und sein kriminales Band irgendwie weitermachen. Wir haben hier Private Detective Chase und auch Inspector Jones vom Scotland Yard, die eben die Ermittlungen aufnehmen. Und diese beiden Ermittler wirken einfach so wie Sherlock und auch wie Watson. Die Geschichte soll angelehnt sein an Arthur Conan Doyle, auch wie man an den Fall herangeht, wie man ihn erzählt. Da muss ich sagen, absolut nein. Man merkt, dass dieses Buch einfach neuzeitlich geschrieben ist, dass der Fall moderner ist, dass da einfach was ganz anderes an Intention dahinter steht. Und es ist kein Sherlock, es ist kein Watson, es ist noch nicht mal irgendwo ein Moriarty zu spüren. Es konnte mich sprachlich überhaupt nicht packen, nicht begeistern, nicht mitnehmen. Die Story war auch nicht sehr, sehr spannend. Und es war auch einfach ganz anders, als ich es erwartet habe. Und ja, natürlich, eine Erwartungshaltung ist immer schwierig. Kann auch einfach das Buch zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Für mich hatte es eben überhaupt keine Spannung und ich habe mich schon nach 100 Seiten gefragt, kommt da noch was? Ich habe mich nach 120 Seiten gefragt, passiert da mal was? Als ich so bei 140, 150 war, habe ich gedacht, ach nee, weg. Und das ist einfach eigentlich schade, aber es lässt sich nicht ändern. Es fliegt weg, es fliegt raus und dem ist jetzt einfach so. Ich konnte der Geschichte leider nichts abgewinnen. Also alle Sherlock-Fans, die irgendwie denken, oh, toll. Nein, das Buch kann ich nicht empfehlen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der erste Teil tatsächlich sein wird, weil der auch gar nicht schlecht klingt. Der spielt auch 1890. Wir haben hier eben auch Sherlock Holmes in der Baker Street und ja, könnte irgendwie spannend und gut sein, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich Sherlock lese, dann lese ich jetzt einfach Arthur Conan Doyle und gebe mich nicht mit irgendwie so einer Kopie ab. Na, warum die Kopie haben, wenn man das Original lesen kann? Also meins war es leider nicht, was ich auch sehr schade finde, aber ja, das ist eben manchmal auch so. Ja, und dann zu einem Buch, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe in zweifacher Ausführungen. Liebe Freunde wissen eben, was die Steffi braucht. Und zwar ist das die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll, dem Erfinder dieser Methode. Ja, ihr wisst ja, ich bin ein großer Bullet Journal Fan. Ich führe das ja auch schon eine ganze Weile. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich dieses Büchlein oder diese Bücher in der Hand hielt. So ein bisschen zum Unterschied zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Das Englische fühlt sich
tatsächlich ein bisschen Hardcover-mäßiger an. Es ist ein bisschen steifer und ein bisschen fester. Während das Deutsche sich zwar auch wie ein Hardcover anfühlt, aber hinten von der Bindung tatsächlich schöner ist, es sich ein bisschen weicher, also so ein bisschen biegsamer anfühlt, was beim Lesen sehr angenehm sein kann. Und es hat auch zwei Lesebändchen, wie man das ja aus dem Bullet Journal, zum Beispiel aus dem Leuchtturm, den ich benutze, auch kenne. Ansonsten sind die Bücher von der Aufmachung aber gefühlt absolut identisch. Das Deutsche ist natürlich ein bisschen dicker als das Englische. Ich habe mich am Englischen versucht und bin auch sehr gut mit dem Englisch zurechtgekommen und habe vielleicht 3 oder 4 Mal in die deutsche Ausgabe geschaut und habe mir auch ein Zitat, was ich im Englischen toll finde, im Deutschen markiert, weil ich das noch rausschreiben möchte. Alle anderen Markierungen habe ich dann natürlich in dem Buch vorgenommen, das ich auch gelesen habe, weil ich das, man hat es dann gelesen, man hat es verinnerlicht und man hat es verstanden und dann hat das im Englischen auch gut gepasst. Wer braucht die Bullet Journal Methode? Man kann das natürlich jetzt nicht verallgemeinern. Es geht hier bei der Erklärung von Ryder Carrier so ein bisschen darum, dass du deine Vergangenheit verstehen und aufarbeiten sollst, deine Gegenwart ordnen sollst und dann eben die Zukunft mit Hilfe einiger Dinge, die er uns erklärt, dann im Grunde auch gestalten sollst. Und das ist so das große Motto von Ryder Carroll. Er erzählt uns im Grunde in so einer Art Biografie so ein bisschen sein Leben. Wie war er als Kind, als Jugendlicher? Was ist ihm so im Leben widerfahren? Weswegen hat er sich da eigentlich irgendetwas ausgedacht? Und warum glaubt er, dass das für so, so viele Menschen auf dieser Welt, ganz unabhängig von wo sie kommen, wie alt sie sind, welchen Intelligenzstand sie haben, was auch immer, warum das so toll funktioniert. Auch ich bin ja ein großer Fan dieser Bullet Journal Methode, des Gestaltens eines eigenen Kalenders, des Platzes, den ich brauche, den ich möchte, des Trackens von verschiedenen Zielen und Gedanken und mache das ja auch schon fast jetzt 2 Jahre lang und mir hat das immer sehr, sehr gut gefallen. Ich bin jetzt natürlich doch ein anderer Art Bullet Journal Nutzer, als es Ryder Carroll so ein bisschen von seinem Prinzip verstanden hat. Denn gerade einige Dinge, die er für absolut notwendig hält, die habe ich bisher nicht immer getan. Doch mit diesem Buch habe ich jetzt verstanden, was sie mir geben könnten, was sie mir vielleicht auch geben werden und wie ich das praktisch umsetzen kann. Und ich fand wirklich, dass es ganz, ganz tolle und richtig schöne Impulse gegeben hat, um nochmal über sich nachzudenken, was war, was ist und was sein wird. Und das fand ich wirklich ein tolles Buch. Allein auch so mit seiner Lebensgeschichte, mit den Dingen, die er bei anderen Menschen erkannt hat, die er bei sich selbst sieht, auch Entwicklungen, die gemacht werden, auch bei anderen Menschen, das finde ich einfach großartig rübergebracht. Zudem ist es wirklich ein sehr leichter Schreibstil, der uns das locker im Grunde erzählt. Es ist nichts mit dem erhobenen Zeigefinger oder wirklich mit du musst, du musst, du musst. Nein, es sind immer nur Anregungen, die er gibt, warum man manche Listen eben verwenden soll, warum manche Übersichten sinnvoll sind, wie wir die benutzen sollen, wie die ineinander hineinspielen. Und er erklärt eben von Grund auf seine Methode, die er sich im Grunde ausgedacht hat, die auch vielen einfach schon bekannt sind und erzählt auch einfach warum und warum sie funktionieren und wie sie funktionieren und wie sie für ihn und auch für andere funktionieren. Und das ist einfach großartig erzählt. Ja, ich bin natürlich jemand, der sein Bullet Journal auch so ein bisschen kreativ ausnutzt und auch sehr dekorativ mit Washi-Tape beklebt, mit Farbe und sonstigem. Und Ryder Carroll sagt jetzt nicht unbedingt, du darfst das nicht, sondern er sagt, wenn es dir hilft, im Grunde dann zu deinem Bullet Journal zu greifen und es darin als Werkzeug zu nutzen, dann mach es. Aber das ist eigentlich nicht der Gedanke, dass man die schönste Seite haben soll oder was auch immer, sondern es geht ihm immer um den Nutzen und dass man überhaupt keinen Stress haben soll, wenn man eben nicht malerisch oder kreativ begabt ist oder auch wenn man keine schöne Handschrift hat, dass das alles nicht wichtig ist. Es geht nur darum, dass man sich die Zeit früh nimmt, Abend nimmt, zwischendrin nimmt und immer einfach damit arbeitet. Und das hat er wirklich für mich super rübergebracht und ich glaube für jeden Anfänger und auch Fortgeschrittenen ist das wirklich eine absolute Empfehlung. Es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Ich habe es auch wirklich verschlungen. Hat mir, wie gesagt, eben auch einiges markiert, was ich im Nachgang auch mal in meinem Bullet Journal übernehmen möchte, was ich vielleicht auch in meiner Routine verändern möchte. Und das finde ich einfach großartig. Ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen diese Sachen so haben, wenn ich sie verändere, was dann vielleicht in mir anders wird und auch in meinem Bullet Journal und in meinen Gedanken. Und darauf bin ich sehr gespannt und sehr neugierig und
Wenn ihr da vielleicht Fragen habt oder Ideen habt oder euch auch mein Video dazu irgendwie noch dann interessiert, in, was weiß ich, 2-3 Monaten, könnt ihr das ja gerne mal sagen. Oder wer das Buch auch kennt und vielleicht selbst jetzt schon damit angefangen hat, auch gerne in die Kommentare. Ich fand's wirklich toll. Ich fand auch das Englisch wirklich absolut in Ordnung. Jeder dann einfach, wie er möchte. Na, also ich fand das Englisch wirklich verständlich und ja, 3-4 Mal habe ich nachgeguckt, weil mir einfach irgendwas nicht klar war, was ich jetzt aber nicht schlimm fand und dann einfach nachgucken konnte. Kann man bestimmt auch irgendwie übers Internet nachforsten, aber ja, absolute Empfehlung für alle, die sich dafür irgendwie interessieren. Und das war es jetzt auch schon mit den Büchern in dieser Woche. Serientechnisch habe ich nichts Neues angefangen. Erst am Wochenende war dann die 5. Staffel von Grace und Frankie auf Netflix erhältlich sozusagen anschaubar. Und ja, ich habe auch schon ein paar Folgen angeguckt und es macht mir nach wie vor großen, großen Spaß. Es ist nach wie vor unterhaltsam, lustig, aber dennoch auch an den gewissen Stellen eben auch ernst. Gefällt mir unglaublich gut, werde ich auf jeden Fall weiterschauen und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Dann lesetechnisch haben wir ja dann das Lavendelzimmer begonnen, beziehungsweise sind jetzt auch schon zu Ende, wenn die Bücherwoche online geht. Es ist auch jetzt schon abgestimmt worden für das Februarbuch. Das ist der Planet, nein, die Reise, meine Reise zu einem kleinen, zornigen Planeten. Das werden wir im Februar lesen. Zudem wurde in der Robert Harris Lesegruppe abgestimmt, dass wir Konklave im Februar lesen. Also noch hättet ihr ja Zeit, ja, einfach euch das Buch zu besorgen. Bei Robert Harris wird es so sein, dass wir frei lesen, ähnlich wie wir es bei Herr der Ringe und auch Harry Potter gemacht haben, dass wir den Monat haben und dass jeder einfach so liest, wie er möchte und wenn er eben den Leseabschnitt beendet hat, dass er dann seine Kommentare ja im Grunde zu diesem Post dann auch abgibt. Ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist, sodass jeder auch in seinem Tempo lesen kann, sich keiner irgendwie Druck macht, dass er jetzt heute an dem Tag diese 50 Seiten lesen muss. Und ich glaube, es hat bei Harry Potter und Herr der Ringe gut geklappt und ich glaube auch, dass das bei Robert Harris ganz gut wird und Konklave hat auch, glaube ich, nur 6, 7 oder 8 Leseabschnitte, also gar nicht mal allzu viel. Beim Zornigen Planeten ist, glaube ich, tatsächlich auf 12 Tage hinausgelaufen, ist doch ein bisschen dicker, aber finde ich persönlich gar nicht schlimm, werden wir dann eben auch so um den, ja, 15., 18. irgendwie so rum lesen. Guckt einfach in die beiden Gruppen, ihr findet die unten in der Infobox, schaut da einfach mal vorbei, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wer sich da ein bisschen austauschen möchte und ja, das Februarbuch steht ja dann auch schon bald an. Und ja, ich glaube, soweit war es das auch. Ich habe auch, glaube ich, in dieser Woche keinen Film irgendwie neu angeguckt. Ja, wir sind so ein bisschen auf in Bourne-Stimmung, haben Teil 1 und 2 geguckt. Ja, ich bin ein absoluter Matt Damon-Fan. Ich liebe die Bourne-Reihe. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Actionfilmen oder James Bond, aber Bourne geht gefühlt immer. Zumindest Teil 1 bis 3. 4 ist ja dann mit Edward Norton ohne Matt Damon und den 5. fand ich tatsächlich nicht so gut. Aber ja, Matt Damon geht eben einfach immer. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Guck mal um mich herum. Habe auch alles, glaube ich, soweit erzählt, was ich loswerden wollte. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Bücherwoche hattet. Schreibt mir natürlich gerne auch in die Kommentare, was ihr gerade so lest, ob ihr vielleicht auch gerade ein Highlight-Buch hattet oder ein Hörbuch. Schreibt mir das gerne, würde ich mich sehr, sehr freuen und natürlich auch, ja, was vielleicht jetzt zu den Büchern, die ich vorgestellt habe, was ihr da so ein bisschen für Gedanken habt. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.